So Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge bei Anno. So, dann gucken wir mal. Wir sind ja hier gerade wieder so ein bisschen im Aufschwung, aber wir haben ja hier auch noch ein Ziel, nämlich das Gebäude erweitern. Das müssen wir ja machen. Haben Sie Ihren Auftrag schon erledigt? Luxuskost, ja, ganz genau. Das müsste mittlerweile eigentlich da sein. Ganz genau, passt. So, dann machen wir das als erstes. Schicken wir die mal hier vorne hin. Warnung, Energienetz überladen. Ja, wir kriegen ja gleich 3000 Energie. Da rechne ich schon seit Kundenanalysen zeigen vielen Folgen mit. An bestimmten Gütern. So, nicht mal die kleinen, doch. Noch irgendwo? Nein, das war alles. So, dann hauen wir hier mal so ein bisschen was weg. So, und dann gucke ich gerade mal. Terminal, also einen Flügel haben wir noch nicht. 500.000, ey, das ist sau teuer. Und ich weiß gar nicht, was das macht. Alles läuft wie geschmiert. Ich bin nicht leicht zu beeindrucken, aber ich werde Sie sicher im Auge. Vor kurzem waren das hier nur Ruinen. Sehr gut. Sie sollten diesen Vorgang verinnerlichen. So, und jetzt sind wir auch hier wieder im Plus. Und ich weiß nicht, ob die... Okay. So, 2 von 5. Also 3 müssen wir noch hinbauen. Und dann können wir auch bei der Main Quest weitermachen. Und wer weiß, vielleicht ist es dann sogar das schon gewesen. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. Terminal haben wir... Und ein Flügel. Dann fehlt uns noch... Machen wir noch den hier. Und den hier. Wann kriegen wir den hier? So, ich warte mal ab, bis wir 100 Biopolymere haben. Und dann gucke ich mal. Aber hier steht jetzt gar nicht dran, was das macht, ne? Das finde ich ein bisschen doof. Naja. So, jetzt stellt auch mal ein paar mehr Biopolymere her. Gibt's ja nicht. Sollen wir sonst nochmal eine kurze Fabrik hier bauen? Zack. So, dann müssen wir nicht so lange warten. Die können wir ja gleich wieder wegreißen. 94... 95, 96, 97, 98. Kann sein, dass das... Na, aber mit Club-Einheiten im Ubisoft-Club mal gucken. Vielleicht geht's auch gar nicht. Nö, es geht sowieso gar nicht. Okay, macht nix. Sie sind unglaublich. Als ich Sie zum ersten Mal getroffen habe, wusste ich schon, dass Sie es weit bringen. Und danke. Sie waren auf dem Mond und wieder zurück. Ganz ehrlich, es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten. Ich freue mich auf alles, was noch kommt. War's das, oder wie? Sieht so aus, ne? Entschuldige, ich bin irgendwie nicht auf dem neuesten Stand. Wie sieht's aus? Geschäftsraum? Ja. Also, so wie es aussieht, sind wir dann mit der Story durch. Und ich glaube, wir müssen auch nicht unbedingt weitermachen. Wir haben ja hier schon ordentlich was gemacht. Das mit dem anderen Land, was wir dazu gekauft haben, das war jetzt einfach auch nur mal testweise, um zu gucken. Aber wenn hier die Quests vorbei sind, dann sind wir durch. Ja, Gewinnspiel kam ja schon raus. Wie gesagt, wenn ihr das Spiel hier selber mal spielen wollt und nicht am Gewinnspiel teilgenommen habt, beziehungsweise nicht der Gewinner wart, dann könnt ihr es bei meinem Partner günstig kaufen. Link findet ihr in der Videobeschreibung. Es macht wirklich Spaß, auch total süchtig, wie das alles so miteinander zusammenhängt. Ist echt klasse. Und ja, ich sag erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hat wirklich Spaß gemacht. Und wir sehen uns hoffentlich bei anderen Projekten wieder. Also macht's gut, Leute. Bis dann.
Wobei, ich guck gerade nochmal hier rüber, weil ich habe eigentlich auch noch ein bisschen Zeit und Lust. Das sind sichere Zwischenstationen. Schritt 1 von 5. Außerdem können Sie mit uns handeln, wenn wir hier sind. Gucken wir mal. Boah, das haben wir auch bevölkert hier, ne? Meine Fresse nochmal. Auch wenn die hier alle Mangelerscheinungen haben, glaube ich, an Mondnahrung. Wieso, woran liegt das jetzt? Wieso ist denn die Mondnahrung so schlecht? Naja, muss nicht unser Problem sein. Ich würde sagen, wir gucken hier auch nochmal mit der Hauptquest nach, ne? Schleppen Sie gejagtes Flücht zu blablabla. So. Müssen wir mal gucken, wo ist unser Buggy? Achtung, aha. Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. So, hier haben wir noch 0 von 1. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Ja, okay. Intelliware, Verjüngungskuren und so, das ist alles hier ein bisschen schlecht. Wir können theoretisch mal kurz gucken. Weil jetzt haben wir hier ja mehr, als wir brauchen. Verbindung wird hergestellt. Ach, scheiße. Das war falsch. Von hier nach hier. Verbunden. Und in Intelliware können wir auch kurz gucken. Jetzt haben wir da natürlich eine Route zu viel. Das ist natürlich völlig sinnfrei, aber macht jetzt mal gar nichts. Ach, können wir die auch wir können auch überschüssige Sachen verkaufen? Das ist ja geil, dass ich das jetzt in der letzten Folge erfahre. Wovon haben wir denn vielleicht viel? Hiervon? Und dann können wir hier, hier. Na, okay, es lohnt sich doch nicht so richtig, ne? Aber was ich machen wollte war... Von hier. Wollen wir das mal kaufen? Natürlich nicht so viel. Oh Gott, das ist aber arschteuer, ne? Nee, das ist mir viel zu teuer. Nee, vergesst es. Alles gut. Haben alles richtig gemacht. So. Zumindest ein bisschen. Verbindung wird hergestellt. So, dann bringen wir den mal wieder zurück. Und dann können wir hier so ein bisschen noch die Quests abarbeiten. Hier die Main Quests mit dem Sternchen. Ne? Die kleineren müssen wir nicht. Das reicht. Das andere bringt uns halt gar nichts. Aber hier so die Main Quests, warum denn nicht? Ich habe nur halt überhaupt keine Ahnung, wie lange das dauert oder wie lange das nicht dauert oder wie auch immer. Ob es lange dauert, ob wir es in dieser Folge fertig schaffen. Keine Ahnung. Aber wenn hier ihre Flüchtlingsdinger dann hier vorne das noch gebaut ist, dann gibt es ja in der Sache eigentlich gar nichts mehr wirklich zu machen. Oh, danke. Drakes Leute, sie haben mich geschlagen, angespuckt, beleidigt und was man sonst noch mit Verrätern macht. Okay, so. Schaffen Sie sie her. Wir bringen sie in einem sauberen Haus unter. Und Moment. Ist das... Transferroute ineffizient. Ursache? Fehlende Waren. So, da müssen wir kurz abwarten. Das ist mal gute Gesellschaft. So, und Sauerstoff wollen die Guten noch haben. Aus Mondeis. Mondeis haben wir genug. Energiebedarf zu hoch. Gegenmaßnahmen empfohlen. Sauerstoff können wir mal... Ach nee. Das hier können wir mal hier hinbauen. So. Und dann können wir hier nämlich nochmal... bisschen was upgraden. Wozu brauchen wir die Erde?
Hier ist es perfekt. So, jetzt haben wir nicht mehr genug Credits. Überlastet. Jetzt müssen wir erstmal wieder warten, ne? Scheiße. Eine halbe Million brauchen wir. Verraten Sie mir, wie es da draußen wirklich aussieht. Aber ich denke mir, wenn wir hier so ein paar Hütten noch dazu bauen, dann wird das ja alles besser. Hey, haben Sie einen Job für mich? So, nein, gerade nicht, tut mir leid. So, haben wir denn hier irgendwas, was Credits bringt? Diese drei Sachen, die wir hier finden sollen, die werde ich nie im Leben finden können. Wie auch, ach, guck mal hier. Zwei. So, fehlt noch eins. Muss man halt extrem Glück haben, dass einem das genau auffällt und Ihre Einrichtungen verbrauchen mehr Energie, als sie liefern. Das verringert ihre Produktivität. Ach, schade. Aber gut, wenn das am Rand liegt, dann ist es ja sogar findbar. Ist halt nur die Frage, ob wir das andere, das letzte jetzt auch noch finden. Aber so langsam, wie die Kohle nach oben geht, boah, würde ich ja fast sagen, dass wir hier vielleicht nochmal was abreißen. Zum Beispiel eine Wartungsstation. Kriegen wir die Kohle wieder? 17.000 kriegen wir wieder. 1 Million würden wir hierfür wieder kriegen. Hier haben wir irgendwas stillgelegt. 300.000. Batz. Das lohnt sich. Ich war schon schlechter dran. Na, dann ist ja alles gut. So, gibt's noch irgendwas, was wir nicht zwingend brauchen? 17,5, ah, das lohnt sich ja alles nicht. Warten wir kurz ab. Warten wir kurz ab. Ah. Ja. Kriegen wir für die auch was wieder? Nö. 2, 3. 18,3. Lieber nicht. Wer weiß, was das für Konsequenzen hat. Titanplatten. Genau, dann können wir eben noch mal ganz kurz hier ein bisschen suchen. Wir können auch hier vorne mal so im äußeren Ring gucken. Wir können auch hier Credits ein bisschen. Ach, 4000 kostet das. Nee, dann nicht. Das waren leider wieder nur Titanplatten. Die wir ja unbedingt brauchen. Unbedingt. So, das muss schon im großen Krater sein, ne? Oh Gott, ey, die Nadel im Heuhaufen. Müssen wir uns hier wirklich... Oh, da haben wir's. Mit jeder Situation zu Na, läuft doch. Oder? Ach mein Gott, und dann können wir eben den Typen auch kurz abschleppen. Was soll's? Na los, das kann nicht ewig warten. Oh, und dann noch eine Viertelstunde warten, ist ein Scherz. Ist ein Scherz. Naja, was soll's? Das tut man nicht alles für ein sauber durchgespieltes Spiel. So, diese Aufnahme mache ich das auch noch, sonst hätte ich jetzt hier schon 2 Stunden aufgenommen, eine Aufnahme, dann hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, na, muss nicht unbedingt, aber so ist das schon okay. So, dann können wir hier kurz das Dingens irgendwo hinbauen.
wo Schutz ist. Und jetzt läuft die Zeit. Viertelstunde. Mich würde es interessieren, ob es weiterläuft, wenn wir hier hingehen. Deswegen gehen wir mal hier hin. Hey, seitdem du aufgetaucht bist, ist hier gut was los. Ich habe da ein paar gut bezahlte Aufträge für dich. So, hier haben wir nämlich auch noch was. Ich verlasse mich auf dich, verstanden? Ich werde hier keine Schlachten mehr machen. Es tut mir leid. Sucht euch einen anderen Deppen. So. Gucken wir mal. Machen wir mal nochmal 3-4 Minuten und dann gucken wir danach nochmal zum Mond rüber. Zeit ist Geld und beides schwindet rapide. Sind Sie bald fertig? Bla bla bla. Wenn ich wüsste, wo mein Gefährt ist, würde es schneller gehen. Steht es vielleicht noch an irgendeiner Küste? Warnung, Energienetz überladen. Ach, das steht hier drin. Ach lustig, die ist ja gar nicht abgeschlossen. Sie haben gute Arbeit geleistet. So, wir sollten jetzt weiter sehen, Sie zum Partner zu machen. Genau Sie wollte ich aufsuchen. Da gibt es ein Projekt, das sich für uns beide als vorteilhaft erweisen könnte. 10 Minuten Methaneis. Kriegen wir hin. So, wir waren hier unten zuletzt, ne? Hier haben wir auch noch ordentlich Bauplätze, das ist doch schön. So. Einmal. Zweimal. Oh, Kohle ist weg. So, das sollte aber reichen. 28, jawohl. Dann läuft es hier auch runter. Dann können wir mal eben kurz wieder rüber gucken. Wie sieht's hier beim Mond aus? Ich bin froh, dass wir nicht alleine stehen. Aber ich kann Ihnen wirklich nicht mehr als die Reste aus den Lagerhäusern der LEC bieten. Wenn Sie handeln möchten, finden Sie mich hier. 1257. Es sieht schon so aus, als wenn es hier mit runtergelaufen wäre noch. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Tja, jetzt weiß ich aber wirklich nicht, was wir machen sollen. Titanplatten einsammeln, total wichtig. Warnung, Energieknappheit. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Bitte, das Leben vieler hängt davon ab. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Dann machen wir hier halt so sinnlose andere Quests. Genau so. Bestätigt. So, dann schicken wir ihn mal hier hin. Und Leute, wir machen hier ein kurzes Päuschen. Boah, ist das ein Krach. Ich warte auch extra ein paar Minuten ab. Beziehungsweise wir geben eben ganz kurz, fahren eben noch das Fahrzeug kurz. Entschuldige, ich bin irgendwie nicht auf dem neuesten Stand. Nach Hause. Wie sieht's aus? Und sobald wir das gemacht haben, gehen wir wieder ins Eis. Und da sind die 10 Minuten ja eher ein bisschen schneller vorbei als hier. Die noch übergebliebenen 11 Minuten 20. Und sobald das hier ist, dann lade ich das beim Mond, dann gehe ich darüber und dann mache ich auch kurz 5 Minuten Aufnahmepause und dann müssen wir uns das Ganze nicht so lange angucken mehr. Dann brauche ich da jetzt nicht 5 Minuten durch oder 10 Minuten durch Quatschen überbrücken, sondern nur 5. So sicher fühlen. Also Leute, dann sehen wir uns in der nächsten Folge und dann geht's hier bei den Akia-Schollen weiter. Ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe, aber ich habe hier ein Lager. Wir könnten Geschäfte machen.